diesem kurzen Video wollen wir klären, was es mit den Kerzen, also den Candlesticks, auf sich hat. Sie sind ja überall in allen Charts und sie sehen auch irgendwie alle gleich aus, aber trotzdem wieder ein bisschen anders. Sie haben alle möglichen Namen, so wie Hammer oder Hanging Man, aber es kommt gar nicht so auf den Namen an, sondern eher, welches Szenario sie uns anzeigen. Aber erstmal schauen wir uns an, wie so eine Kerze eigentlich aufgebaut ist, und dazu habe ich einige Kerzen jetzt nebeneinander auf dem Bildschirm hier erstmal liegen. Da lässt sich schon sehr viel erklären. Das Erste, was auffällt, eine Kerze kann grün sein oder sie kann rot sein. Ist sie grün, dann ging es natürlich nach oben. Ist sie rot, dann ging es nach unten. Bei einer grünen Kerze ist der Einstiegskurs der Periode, also jede Kerze steht ja für eine Zeiteinheit, also zum Beispiel für eine Stunde oder für einen ganzen Tag oder bei einem M15-Chart dann für eine Viertelstunde. Also jede dieser Zeiteinheiten hat einen Start und ein Ende. Und wenn jetzt zum Beispiel das jetzt eine 1-Stunden-Kerze ist und das wäre jetzt hier die Kerze von 11 Uhr bis 12 Uhr, dann wäre das hier unten in diesem Bereich, der untere Bereich dieses sogenannten Kerzenkörpers, das wäre der Preis um 11 Uhr gewesen. Wenn er dann kurz mal beispielsweise kurz nach 11 Uhr nach unten gefallen ist, kurz mal tiefer war, dann hätte sich die Kerze kurz mal rot gefärbt, ging dann aber wieder nach oben. Deswegen wird dieser Schatten, dieser Docht hier hinterlassen, und dann ging es nach oben und dann waren wir auch mal kurzzeitig etwas höher innerhalb dieser Stunde zwischen 11 oder 12 Uhr und dann haben wir aber trotzdem erst hier geschlossen, und das ist eben der obere Bereich des Kerzenkörpers. Das zeigt an den Schlusskurs, also der Preis, der unmittelbar vor 12 Uhr war. Hier sehen wir es nochmal in einem anderen Beispiel, wenn die Kerze rot ist, also hier wäre jetzt 11 Uhr beispielsweise gewesen, irgendwann während dieser Stunde wäre mal etwas höher gewesen, das sieht man anhand dieses Dochts hier, und dann ist er doch gefallen und hat am Ende, so wie jetzt in diesem Fall, wirklich auch dort geschlossen, wo auch das Tief war. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass er wirklich runterdrückt. Also da sehen wir jetzt schon so ein bisschen auch wieder bei diesen Szenarien, und zwar ein Szenario natürlich ist die Entschlossenheit. Eine Entschlossenheit sehe ich natürlich dann, wenn Kerzen lange sind, aber Entschlossenheit sehe ich auch, wenn zum Beispiel, oder vor allem, das wird noch verstärkt, wenn das Tief oder das Hoch der Kerze dort ist oder sehr nahe am Schlusskurs ist. Aber schauen wir noch ein paar andere Szenarien an. Es ist zum Beispiel jetzt hier erstmal dieses Szenario mit der Linie, die raussteht, also mit diesem verlängerten Schatten, und das ist zum Beispiel so, dass ich jetzt hier erstmal die Entschlossenheit hier wieder, dann sehe ich auch hier eine gewisse Entschlossenheit innerhalb der Periode, also wenn das jetzt 11 Uhr bis 12 Uhr war und das ist 12 bis 13 Uhr, dann war er innerhalb dieser Periode mal kurz auch relativ entschlossen hochzugehen, aber irgendwas war hier oben und der wurde wieder zurückgeschlagen, möglicherweise ein Widerstand, da wurde er halt verkauft und dann ging es wieder nach unten und dann hat er doch recht nah am Anfang geschlossen, und das zeigt auch vielleicht, dass da vielleicht der Trend schon wieder zu Ende sein kann und ich zumindest auf diesen Widerstand hier oben aufpassen sollte. Das gleiche natürlich auch andersrum, es könnte eine rote Kerze sein und dieser Schatten könnte unten rauslaufen. Was anderes, was sehr ähnlich aber trotzdem ist, nur dass es hier halt auf zwei Perioden aufteilt, das ist, wenn ein Farbwechsel stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel wie in diesem Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein Abwärtsbeispiel, wenn es runtergeht, ich habe also eine Serie von roten Kerzen, also wirklich auch eine gewisse Entschlossenheit, die ich jetzt hier wieder sehe, und plötzlich gibt es auch vielleicht nochmal ein neues Tief und dann ein Hoch wieder, was oberhalb von der letzten Kerze ist, und auch dieser Wechsel von der roten Serie und die erste grüne, die auch wirklich die letzte zumindest überragt, das ist auch so ein bisschen der Bremsklotz wieder des Abwärtstrends, dass man sich vielleicht überlegen könnte, möglicherweise könnte sich jetzt hier ein Boden bilden, möglicherweise ist der Trend zu Ende. Und das ist halt, wenn diese Entschlossenheit plötzlich umgedreht wird. Unentschlossenheit wiederum, ein anderes Szenario, das kann man auf alle möglichen Art und Weisen sehen. Also das ist so, wenn die Kerze zum Beispiel so aussieht oder so ähnlich, dann haben wir meistens einfach einen Einstiegspreis oder einen Startpreis und einen Endpreis an derselben Stelle. So wie hier, das ist ungefähr derselbe Preis, wo die Stunde gestartet ist oder die Zeitperiode gestartet ist und geendet hat. Hier war es ein bisschen mehr, aber trotzdem relativ wenig im Vergleich zu diesen anderen Kerzen. Aber was wir sehen können, die Volatilität ist ein bisschen eine andere, weil hier hatten wir innerhalb der Periode relativ viel Bewegung. Das hat zwar am Ende zu nichts geführt, aber sehr viel bewegen, also auch vielleicht ein paar Stops, die da gerissen worden sind. Also grundsätzlich ein eher unsicherer Markt, aber hier sehen wir so eine sanfte Ruhe. Also am Ende einer Aufwärtsbewegung plötzlich eine sanfte Ruhe, und das kann auch ein Zeichen auch dafür sein, dass er vielleicht auch den Trend fortsetzen will, nur mal verschnauft. Aber grundsätzlich auch, dass der Chart vielleicht etwas besser zu handeln sein könnte, weil man weniger Überraschungen erleben könnte. Und das kann ich in allen Charts finden, wie hier zum Beispiel jetzt im Euro-USD. Da geht es einfach mal irgendwie zurück, wir brauchen auch gar nicht lange suchen, das findet man ja überall. Und hier haben wir zum Beispiel schon mal ein schönes Beispiel, hier sehen wir, dass wir auch eine gewisse Entschlossenheit haben. Es gingen wirklich hier die grünen Kerzen nach der Reihe. Hier dazwischen mal kurz eine Unentschlossenheit hier am Widerstand, aber dann ging es auch wirklich weiter mit voller Entschlossenheit. Und plötzlich hier oben, hier sieht man diese Unentschlossenheit. Plötzlich ändert sich alles. Erstmal war richtig eine Kerze nach der anderen lang und grün, und plötzlich ist eine ganz kleine Kerze da mit einem ganz kleinen Kerzenkörper, einen relativ engen Schatten. Und das ist eine Änderung des Szenarios. Plötzlich ist dieser Wumms vorbei, dass es nach oben geht. Und dann könnte ich mir überlegen, vielleicht zumindest nicht mehr long zu gehen, aber vielleicht
vielleicht sogar schon zu überlegen, short zu gehen. Und dann ging es nochmal auf ein neues Hoch, was nicht geschlossen hat. Also auch der Candle Close ist hier entscheidend. Kein neues Hoch, kein Ausbruch, weil er war zwar innerhalb des Tages, hier ist jetzt der Tagesstart, innerhalb dieser Periode drüber, konnte drüber aber nicht schließen. Also Fehlausbruch. Durch diesen langen Docht natürlich wird auch wieder ein bisschen signalisiert, da ist irgendwie ein Wind, der in die andere Richtung weht. Und das wird dann bestätigt durch diese Kerze, die dann den Close, diese also auch ein bisschen Körper schon wieder hat, aber vor allem auch diesen Candle Close, diesen Schlusskurs unterhalb der Tiefs dieser Wartekerzen hier oben haben. Also das heißt, auch da sieht man schon so ein bisschen, wie es hier kippt, wie die Stimmung kippt, wie der Trend sich eventuell verändern könnte, was sich dann mit jeder weiteren Kerze noch weiter bestätigt. Aber es war auf jeden Fall hier diese Unentschlossenheitsphase, das Ende des Trends, was am Ende sogar noch zu einem starken Abwärtstrend geführt hat. Und überhaupt, wir finden überall, wenn wir durch den Chart scrollen, immer am Ende von einer Bewegung, sehen wir meistens solche komischen Nadeln herausstechen. Oftmals sieht man das mehrfach an einer Stelle, dass er da wirklich Schwierigkeiten hat, wo man auch ganz klar sieht, er beißt sich hier die Zähne förmlich aus und dann kann man darauf warten, dass er in eine andere Richtung wegkippt. Aus diesen ganzen Kerzen kann ich dann Umkehrformationen bauen und ich kann diese Kerzen dazu benutzen, um zum Beispiel, wenn es an einen Widerstand kommt, zu sehen, ach, da ist wirklich Widerstand, der sich dann vielleicht noch einmal verstärkt einfach oder die Kerze verstärkt sich, wenn sie an so einem Widerstand stattfindet. Es kann Teil von Trading-Strategien sein und das werden wir auch in anderen Videos besprechen. Hier ging es jetzt mal nur um die Kerze alleine und zu den Candlestick-Umkehrformationen kommen wir demnächst.